Hallihallo, Hallöchen und ein herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. So, wir sind immer noch hier in der Schroffküste und wollen uns hier uns immer noch durchbegeben, mehr oder weniger. Das heißt mehr oder weniger, wir wollen uns hier durchbegeben. Und, momentan, wenn ich das hier aufnehme, habe ich kein Internet. Und das ist hartnervig. Das ist richtig, richtig hartnervig. Einfach mal kein Internet zu haben. Wahrscheinlich den ganzen Tag, wahrscheinlich morgen auch noch. Aber habe ich Zeit aufzunehmen, ne? Wäre ich nicht abgelenkt von Streams und von Sachen und... habe ich denn irgendwas? Ich kann doch hier innen... Willkommen. Nee, was ist das? Nee. Ist das Warp Orb? Nee. Nö. Ich will gar nichts von dir. Ich will gar nichts von dir. Das hätte ich ihn auch... Wäre da jetzt Beleber Samba sonst gewesen, hätte ich ihn einfach mit einem Einmal-Orb denn kaputt gemacht. Aber da da nichts Interessantes für uns ist, warum sollten wir uns denn da mit den Leuten abquälen, ne? Oha. Mach ganz schön Schaden, du leck mich im Arsch. Bam. Und der Biss. Ich hoffe, dass wir hier eigentlich gut durchkommen, ohne dass wir wirklich Beleber Samen brauchen werden. Es werden hier ein paar mehr Dungeons hier in dieser Expedition geben. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir da goody durchkommen. Warp-Samen. Okay. Shit. Bam. Nochmal. Eine Box. Boxen kann ich aber, wie gesagt, erst in Schatzstadt öffnen. Sehr gut. Oh, Apfel. Kann ich einmal essen. Boden. Kann ich ihn auch essen. Wenn der Boden, wenn der schon darauf liegt. Pizza. Oh, Pizza ist ganz stark. Das heißt ganz schön stark. Es ist halt ein Pizza. Schroffküste. Was ist das? Taubsamen. Was habe ich denn alles mit, dass ich schon voll bin? Halleluja, habe ich viele Äpfel mit. Ich habe viel zu viele Belebersamen. Erst nochmal einen. So. Komm mal, sind wir schon durch die Schroffküste. Geil. Puh, Menschenskind. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, bis zum Basislager müssen wir noch ziemlich weit gehen. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Wir befinden uns jetzt hier. Dort ist das Basislager. Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wir sind fast da. Das Basislager liegt gleich hinter diesem Berg. Oh, mein Magen hat geknurrt. Ha, unsere auch. Wenn wir jetzt anfangen, auf den Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Sollen wir heute Schluss machen? Wir können hier übernachten. Ich stimme voll ganz zu. Dann lass uns essen. Juhu! Wäre nicht weitergegangen jetzt. Am nächsten Morgen. Oh, wir stehen wieder genauso da wie vorher auch. Ah, alles klar. Okay, Leute, wir müssen uns auf den Weg machen. Wie diesem Berg kommen wir zum Basislager, wollen ja. Packen wir es an. So, was möchtest du tun? Lager prüfen. Lager. Und zwar die ganzen Boxen. Ein Taubsamen. Aber eins, zwei Top-Elixiere. Ein Beleber, zwei Belebersamen. Lagern. So. Okay. Bist du bereit, Ricky? Alles klar. Welchen Weg nehmen wir? Hornberg, Felspfad. Die Pfade, wie gesagt, führen nie weiter. Die sind eher so, trainier nochmal oder find irgendwas, was ich keine Ahnung. Die finden auf jeden Fall immer wieder den Weg zurück. Von daher nehmen wir natürlich den Hornberg. Puh. Hier sind viele Pokémon. Boden, weiter. Gut, dass wir auf die Treppe direkt gespawnt sind. So. Ach, da. Nächste Treppe direkt. Das geht direkt zack, zack hier. Zack, 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 die zack. Oh, der Top-Elixier da, ne? Ruxokip. Top-Elixier können wir irgendwann mal gebrauchen. Es ist so. Irgendwann brauchen wir die. So viel lagern, wie es geht. Ups, warum bin ich denn so dumm und gehe da unten lang? Bumm. 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 Wir 15. Zeit mal. Offenlegen. Was ist das? Info. Rechtsschutz ist das Ergebnis, viel zu Schaden zu. Nope.
Vergessen. Yep. 3, 2, 2, um 2 und um 2. Okay. Eisendorn. Hm. Was hast du denn schönes? Taubsamen. Money. Money. Weiter. Komm gut voran hier in diesem Hornberg gerade. Leck mich am Arsch. Oh, das war gut, Pikachu. Wow. Hat er gerade irgendwie was von mir gefunden? Nee, wollte ich schon sagen. Bin mal gespannt, wann die Fallen kommen. Hier kommen ja auch irgendwann Fallen in diesem Spiel. Oder war das im anderen Spiel? Ich glaube hier aber auch, ne? Oh, die können daher die AP-Falle, die fressen dann die ganzen AP auf und sowas. Das wird eklig, naja. Das wird eklig. Bam. Ich sagte bam. Ach, ich hab die Nase. Ich hätte einfach nur umgehen müssen, wäre ich schon da gewesen. Bam. Fucking Natu. Mein Gott, kommen wir hier schnell voran. Zack! Halt jetzt ganz schön was aus schon, die Viecher. Die halten einmal bis aus. Das gefällt mir nicht. Und Wirbel auf. Oha. Oh, die Aerodactyl sind gefährlich. Bam. Bam. Aerodactyl sind gefährlich. Die können einen sehr, sehr schnell umbringen. Das ist nicht gut. Da muss man aufpassen, Aerodactyl. Da muss man echt aufpassen bei Aerodactyl. Ruckzuckip. Zack. Okay, okay. Wir schaffen die aber recht schnell eigentlich zu... Oh, wir sind schon out of Attacken. Wir schaffen es aber eigentlich recht schnell, die zu besiegen. Von daher ist das noch voll im Rahmen. Das dachte noch voll im Rahmen. Weiter. Bam. Was ist der Routenschlag? Oh shit. Aber Finale bringt ihn nicht um, okay. Aber Finale ist auch mega stark hier. Oh, Panekon. Das heißt, er esse ich einfach mal einen normalen Apfel. Den großen Apfel mit. Ja, komm. Fucking Panekon. Die können sich ja gar nicht bewegen. So, weiter. Hornberg E10. Ich glaube, viel mehr Ebenen ist das jetzt auch gar nicht mehr. Bam. Bam. Oh, oder auch nicht. Persivschal brauchen wir, glaube ich, nicht. Weiter. E11. Irgendwie voll. Hier Schmerzen. Oh. Was hat er denn? Uiuiui. Haben wir gerade so ein Stechen da unten gehabt? Uiuiui. Ah. Was das gerade ist? Keine Ahnung. Oh Gott, Aerodactyl. Ich hab gar nichts ausgewählt. Fixieren. Oh shit! Wir sind gerade umringt. Auch nicht. Natürlich treffe ich damit nicht. Nein! Das hat nicht funktioniert. Okay, mein erste wird immer Samen mitgehen. Okay, okay. Bitte. Ich hab gedacht, er wirbelt ihn komplett weg. Okay, eine Sinebeere eben essen. Ich. Metus hat ganz schön weh. Okay, wir haben Aerodactyl besiegt. Huiuiuiuiui. Das hätte böse enden können. Das war gerade knapper als knapp. Das war schon fast kapper.
Rails! Ist das Gummi? Noch mehr Gummis hier? Ja, ob das nicht noch braucht, Gummi. Jetzt auch noch vergiftet jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir ja gar nicht. Und war ein Aerodactyl, das habe ich genau gesehen. So, das einsammeln und weiter. Hornbeck E13. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Okay, meine lieben Freunde, sind aber diese Treppe gehen wir erst im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns jetzt mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.